Hallo. Noi, noi, noi. Alles noi im Frühling. Genau, hallo miteinander. Wir haben ganz viele Neuigkeiten. Eines davon der neue Flyer. Und was genau da drin steht, das zeigen wir und erzählen wir euch jetzt dann gleich. Ja, ganz wichtig, die Weile sind abgefüllt, die sind wieder da, sie sind verfügbar. Und es gibt ganz neu eine Live-Degustation. Ja, 28. Mai und 4. Juni zeigen wir euch auch noch schnell. Ja, also los. Also bleibt dran und es geht jetzt gleich los. Müssen wir schauen. Das ist die neue Kiste. Hoppa, halten wir schnell, Priska. Neue Weinkiste. Also ab dem 10. Mai bekommen wir sie und dann sind all unsere Weine mit dem neuen Logo. Da eine Flasche gleich 1 Quadratmeter Biodiversität ist die neue Kiste dann bereit und freut sich dann, wenn sie zu euch nach Hause kommt. Ja, ich bin auch echt motiviert und freue mich, wenn die neue Kiste endlich da ist. Genau. Ist ein schöner Abend heute. Ach. Ja, wir haben ganz viele neue Dinge. Ganz wichtig, die neuen Weine sind abgefüllt und natürlich Degustation. Wir haben jetzt jeden Mai, jeden Samstag von 12 bis 17 Uhr haben wir Degustation. Im Mai natürlich. Genau, also nützt die Gelegenheit, dann kommt uns besuchen und degustiert unsere neuen Weine. Alles abgefüllt. Das ist auch der eine Wein, der abgefüllt ist, den Schwarz-Weiß und der ist... himmlisch und genial geworden. Der ist echt Hammer. Und es tut ihm echt gut, wenn er ein bisschen im Holzfass ist und das für dich einfach ein bisschen der Schmelz, das schöne Aromatik. Einfach, das ist ein cooler Wein für den Sommer, genau wie jetzt. Bei diesem Wetter, was will man noch mehr? Also, zum Wohl miteinander. Zum Wohl. Brüssel. Du, also, wir haben noch extrem viel zu tun. Ich meine, wenn ihr mal seht, ihr das, tausende Flyer sind gekommen. Entschuldigung. Und hier, also wir haben ja genügend zu kleben und der Abend ist ja noch jung. Ja. Es hat nicht mehr viel Sonne. Wir müssen. Genau, wir müssen. Also es hat nicht so viel Sonne, wie wir kleben müssen. Das ist das, das heutige Problem. Ja. Luxusproblem. Und was eben ganz wichtig ist, hier die Live-Degustation machen wir wieder. Deutschland und Österreich ist auch wieder mit von der Partie. Also, liebe Zuschauer, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Die Degustation ist am 28. Mai und 4. Juni. Und was jetzt auch ganz wichtig ist, bestellt so schnell wie möglich die Kiste. Deadline ist 10. Mai. Nein, 8. Mai. 8. Mai. Ja, 7. 8. Mai. 7. 8. Ja. Mai, das ist wirklich Deadline. Da mussten wir wieder die Weinkisten zusammensetzen. Und aufbringen. Zur Spedition. Genau. Über die Grenze. Genau. Und das ist einfach die Deadline für Deutschland und Österreich aufs Internationale. Ja. Und das andere funktioniert auch so. Also, es sind ja sechs coole Weine drin. Der Schwarz-Weiß, den wir jetzt da trinken. Riesling Silvaner Auslese. Dann der Pinot Noir Steigtröpfli ehemals. Jetzt ist es ja, wie ihr seht, der Pinot Schwarz 6. Der ist in der Kiste. Und? Auch der Pinot Noir 18 ist drin. Alles neu, aber... Pinot Schwarz 18. Genau. Sagen wir nachher, was von dem genau... Noch mehr. Genau. Es ist so viel Neues ist jetzt eben, im Frühling. Und eins nach dem anderen. Genau. Und der Merlot und Malbec ist noch drin in der Kiste. Also ihr könnt euch echt freuen. 6 ganz tolle Weine und Kiste bestellen. Wir nehmen die Kamera mit, wir nehmen euch mit in den Rebberg. Wir zeigen euch, was gerade wächst, was passiert. Und die letztes Jahr schon mitgemacht haben im Frühling, die wissen ganz genau, wir sind immer irgendwo unterwegs und es wird spannende immer wieder spannend und viel Unterhaltung und lustig. Das ist ja das einfach ein bisschen Spaß im Glas. Aber der Wein ist ja nicht nur so. Der Wein muss einfach Spaß machen, muss Freude machen, gute Stimmung überbringen. Und einfach, der Wein muss auch gute Geschichten erzählen. Das ist einfach so. Genau. Dafür machen wir einen guten Wein. Das ist so. Jawohl. Also, und noch ganz kurz, wir haben noch einen neuen Wein. Diesen da, das ist die Freche Göri. Ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen.
Ein ganz toller Sommerwein mit einer leichten Restsüße aus robusten Traubensorten. Und ja, ihr könnt euch freuen, probiert mal ein Gläschen bei uns an der Degustation oder bestellt sie euch. Und ja, das ist eine coole Geschichte dahinter. Ist so, wir haben ja die neuen Sorten. Wir sind auch immer überlegen, was können wir Neues machen, wo auch gut für die Natur ist und auch gut für uns. Und haben wir die neuen Sorten angepflanzt, Muscaris und Helios. Zwei Sorten, so eine Versuchsanlage. Haben wir ein paar Reihen. Und dann haben wir geerntet, letzten Herbst. Und dann habe ich gedacht, was machen wir jetzt mit dem Wein? Und dann habe ich gesagt, wir machen einen Cuvée. Ja, und so ist er entstanden. Ja. Priscas, ein neuer Wein, die freche Göre. Passt natürlich. Einfach. Ja, passt sehr gut. Danke schön. Nein, das ist auch wirklich ein cooler Wein. Ein frecher Wein. Der Name ist Programm, ja. Genau, ist auch ein bisschen mehr für die junge Generation. Also nein, nicht nur. Für die sich noch jung fühlen. Genau. Es ist einfach was Neues, eine neue Traumsorte. Und es lohnt sich echt mal, den zu probieren. Es ist wirklich toll gelungen, cool. Wirklich ein cooler, frischer, frecher Wein. Genau, so ist es. Was steht noch weiter auf dem Leier? Ja, was ist jetzt, also ja, Bio. Wir haben dieses Jahr auf Bio umgestellt. Wir waren ja eigentlich nicht mehr weit davon entfernt. Aber jetzt haben wir gesagt, doch, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und jetzt melden wir uns Bio an. Genau, das ist auch der nächste Schritt gewesen von unserem Weg. Es ist immer so. Wir machen viel. Wir haben immer viel geschaut, mit der Natur, im Rebberg zusammengearbeitet. Und dann ist einfach der nächste Schritt auf unsere Philosophie, mit einem guten Gewissen, einen eigenen Wein zu trinken. Und darum ist auch der Grund, warum wir umgestellt haben. Jetzt auch wie wir Wein machen. Das ist ja total natürlich. Wir machen die eigene Hefe, die wilde Hefe, ohne Schönungsmittel, kein Zucker. Ein riesiges Erlebnis, ein riesiges Abenteuer ist unser Wein. Oder? Und ja, jetzt haben wir es gemacht, jetzt sind wir gespannt. Und, wie das erste Jahr wird und was da noch auf uns zukommt. Aber wir werden auch immer ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie sich das Jahr entwickelt, auch für uns gewisse Umstellungen und überhaupt. Und da werden wir euch berichten. Ja, das wird Abenteuer, Spannung. Also, dann, wie gesagt, einfach abonnieren hier, den Kanal abonnieren und zwischendurch mal einschalten. Es gibt jede Woche einen Film, zwischendurch vielleicht ein bisschen mehr. Und dann sehen wir, oder ihr seht dann genau, was passiert und wie es passiert und ob alles gut kommt oder ob alles schlecht kommt. Das hoffen wir jetzt nicht. Das kommt schon gut. Also, wir geben uns positiv Mühe. Denken, genau. Ein bisschen gute Vibration, Vibe hier verteilen. Und was wir auch noch neu haben, ist, da seht ihr jetzt auf der Etikette, dieses Logo da. Das heißt, eine Flasche gleich ein Quadratmeter Biodiversität. Wir haben ja Hecken gepflanzt, über 1200 Stück, also gesetzt. Pflänzchen so gesetzt. Far, ja. Wir haben mit Rebholz Türme gemacht, Steinhaufen, Blumenwiesen für die Wildbienen, das genau eigentlich für die Natur, für die Tiere. Und ja, wenn ihr jetzt eine Flasche Wein von unserem Wein kauft, dann unterstützt ihr automatisch ein Quadratmeter Biodiversität. Hey, und das ist echt viel. Also stellt euch vor, ihr kauft nur mit einer Sechserkiste, hättet schon einen kleinen Garten, den ihr unterstützt. Und was wir auch gesagt haben, das ist wirklich auf unserem eigenen Betrieb. Das ist nicht irgendwo in Mexiko oder weiß Gott wo wird ein Baum gepflanzt. Man ist nicht sicher, ob es wirklich gepflanzt wird. Und das machen wir wirklich bei uns, auf unserem eigenen Land. Und ihr könnt immer vorbeikommen und könnt das anschauen. Und es ist wirklich da und es ist auch wirklich gemacht. Also das ist wirklich ein schöner Kreislauf, der bei uns auf dem Weingut, im Rebberg, im Weinkeller stattfindet. Und ja, das ist wirklich was ganz Wichtiges. Und ja, eben, wie gesagt, tu Gutes und trink darüber. Ja, okay. wirklich schön, mit einer Weinflasche ein Quadratmeter Biodiversität zu unterstützen. So einfach ist das, geht wunderbar. Auf jeden Fall. Was wir noch nicht gesagt haben, vergessen haben, ist wirklich unsere Pinot-Reihe. Pinot. Genau. Hey, wir haben ja drei oder vier Pinots. Also vier, aber nicht jedes Jahr. Genau, das ist ja der Pinot-Steitrüppel. Das ist Pinot-Noir, élevé en Fütchen. Ich meine, ich kann das fast nicht aussprechen und das kann fast niemand aussprechen. Und es ist
Ja, wir haben eigentlich, wenn ich unsere Weinliste anschaue, dann sieht man einfach ganz genau, wir haben eigentlich nur noch Namen, die wir aussprechen können, also deutsche genau. Namen, und das funktioniert eigentlich echt gut. Und jetzt haben wir Ordnung gemacht und aufgeräumt. Eine Linie, ein Einheitsnamen, aber da unten die Zahlen, die sind natürlich nicht gleich. Genau. Jetzt heißt ja, jetzt heisst alles Pinot Noir, Pinot Schwarz. Und dann hat es eine Zahl, Pinot Schwarz 6, Pinot Schwarz 12 und... Pinot Noir 18. Nein, Pinot Schwarz 18. Pinot Schwarz 18, sorry, ich muss jedenfalls auch noch. Ja, es ist einfach eine Linie, es zieht sich durch. Ja. Wir haben jetzt wirklich die Zahl, sechs Monate im Holzfass. Das ist der Basis-Pinot, den wir haben. Das ist wirklich vom Herbst bis im Frühling, sagt, wieder abgefüllt, sechs Monate im Holzfass. Der Pinot Schwarz 12 ist aus dem alten Reblage. Ich sitze genau hinter mir. Beim Rebhaus hier. 40, mittlerweile fast 50 Jahre. Ja. Und es sind wirklich alte Lagen, alte Rebstöcke. Das ist der eigene Wein Pinot Schwarz, 12 Monate im Holzfass. Und der letzte, das ist der Pinot Schwarz 18. Du musst schnell nach oben halten, dass man alles sieht. Ich wollte jetzt noch schnell sagen, du machst das gut. Ja, danke vielmals. Ich bin wie ein Verkäufer. Ich wollte dich gar nicht aufhalten. Nein, ich muss sehen, um was es geht. Oder? Genau. Jedenfalls 18 Monate im Holzfass. Und dann gibt es ja noch den... Reserva. Also Pinot Schwarz Reserva. Der bleibt so. Nein, Pinot Schwarz 48. Genau, 48 Monate im Holzfass. Das ist ein Topwein. Der nächste, der rauskommt, ist der 18er. Und der 18er kommt nächstes Jahr. 22 raus. Genau, im nächsten Jahr. Könnt ihr euch freuen. Echt toller Wein. Also ihr seht, auch wir müssen noch ein bisschen üben. Wir hatten ja jahrelang diese Namen. Und ist jetzt schon noch eine Umstellung, aber wir finden es echt toll. Pinot Schwarz, zack. Also ja, ist auf einer Linie, der Name ist Programm und die Namen sind nicht weg. Meine steht noch hier drauf. Ganz unten. Pinot Noir, Steintröpfli. Also der bleibt drauf, der bleibt erhalten. Der geht nicht einfach so weg. Ist einfach, wenn man die Preisliste oder die Weinliste anschaut, dann ist ganz klar 6, 12 und 18. Das ist einfach eine Abstufung, das ist Monate Holzfass und so einfach ist das. Genau. Also, ich denke, die gröbsten News sind durch. Wir haben jetzt eben, also es graut mir ein bisschen, wir haben hier noch ganz, ganz, ganz viele, also nicht nur einen Bund. Sind ganz, ganz, ganz viele. Und es wäre natürlich toll, wenn wir uns sehen an der Degustation. Eben jeden Samstag von 12 bis 17 Uhr. Und kommt doch vorbei und probiert sie. Genau, also im Mai vom jedem Samstag von 12 den bis 17 ganzen Mai. Den ganzen Mai. So läuft das. Den ganzen Mai. Also. Ja, also. Es ist so. Wir wünschen euch. Wir haben noch eine Arbeit zu tun. Also. Genau. Also danke vielmals fürs Zuschauen. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und danke vielmals. Dankeschön. Tschüss. So, jetzt die Gabe wird gearbeitet. Mhm. So, also fangen wir an. Das ist deine. Lasset die Spiele beginnen. So. Dankeschön. So. Halleluja. Aber wenigstens haben wir noch ein bisschen Sonne, ja? Ja, es hat noch 5 Minuten. 10. Und dann frieren wir. Immer noch da. Das geht gar nicht. Also, ihr könntet mithelfen. Ich könnte mithelfen, viel besser. Also, macht es gut. Zum Wohl. Tschüss. Tschüss. Wo schaltet man hier ab? Hier.